Das macht einen großen Unterschied aus, ob man nicht weiß oder nicht mal mehr ahnt, nicht mehr zu wissen, gar nicht in der authentischen Existenz zu sein. Oder ob man ahnt oder weiß, dass man niemals Zugang haben darf und kann zur authentischen Existenz und welche Funktion das hat, dass man es nicht wissen, dass man es nicht ergreifen, dass man nicht da hinein können soll dürfen. Und welche Funktion die Angst hat, die jedes Mal notwendigerweise auftritt, wenn man sich dieser Frage nach der Sein, nach dem Sein und der Existenz stellt und seiner Unerreichbarkeit und seiner in sich selbst unerträglichen Unmöglichkeiten, dass das undenkbar bleiben muss, damit stattdessen es vorwärts gehe. Und dann den großen Überblick über die Vervielfältigung, millionenfache Vervielfältigung der beliebig gemachten Dinge durch das Begehren in seinem sich lediglich erhalten durch sich selbst ersetzen machen, in also lediglich erhalten des Selbstzerstörungsvorgangs, akzentuiert aus der Beschleunigung selber und so weiter und so weiter. Die Funktion der Angst, Panik, Horror, Terror in immer wieder Begegnung mit dem sichersten Wissen und der notwendige Nebel, die notwendige Verwirrung, die sich darüber legt, damit das System nicht sofort durchbrennt und ein wenig weiter die Spannungsbatterie aufrechterhält.